Erster Redner ist von der FPÖ Axel Kasseker. Geht es an sich um den Fachhochschulbereich, wo die Regierungsparteien sich selbst auffordern, etwas zu tun, was im Gesetz steht. Ich komme vielleicht später noch dazu, aber nachdem der Herr Bundesminister schon hier anwesend ist, der ja auch zuständig ist für den Bildungsbereich, also für unsere Kinder, möchte ich einleitend anmerken, dass die Dynamik, die Sie bei unseren Kindern an den Tag legen, auch ganz gut wäre im Fachhochschulbereich. Das Problem ist nur, dass die Dynamik, die Sie bei unseren Kindern als Bildungsminister in den Schulen an den Tag legen, eine Dynamik am falschen Ort ist und eine Dynamik ist, die in die völlig falsche Richtung geht. Wir sind mittlerweile so weit und die Daumenschrauben werden ja immer härter angezogen, dass unsere Kinder in der Schule 8 Stunden mit einer Maske sitzen müssen. Und zwar nicht nur sitzen müssen, sondern auch wenn sie sprechen, auch wenn sie Sport betreiben, dass die Lehrer und Lehrerinnen 8 Stunden in der Schule mit einer Maske den Unterricht gestalten müssen. Also ich bin selbst seit 25 Jahren als Lehrender tätig. Das ist einfach nicht mehr verhältnismäßig, bei Weitem nicht mehr verhältnismäßig. Und ab Montag gehen sie auch unsere Kleinsten an, da soll das auch gelten in der Volksschule. Also das ist ja überhaupt nicht mehr verhältnismäßig. Vom Pädagogischen her verordnen sie einfach, dass die Lehrer Präsenz und Distance Learning in einem machen sollen. Parallelpräsenz und auch Distance Learning. Wieso das gehen, bitte? Das ist, wie gesagt, ich bin selber seit 20 Jahren, 25 Jahren in der Lehre. Sie bürden hier unseren Kindern und unseren Lehrern Lasten auf, die einfach nicht mehr tragbar sind. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, unsere Kinder, die tun mir leid unter diesem Regime und auch unsere Lehrenden tun mir leid. Und im Übrigen, wenn Sie schon unsere Schüler und Lehrer verpflichten, 8 Stunden die Maske zu tragen und auch mit der Maske zu sprechen, dann frage ich mich, warum halten Sie sich nicht selbst daran? Das kann ja nur akademisch formuliert irgendwas mit quod licet Jovi non licet Bovi zu tun haben. Aber kommen wir zu den Fachhochschulen. Wie gesagt, da hier null Dynamik. Null Dynamik. Sie fordern sich selbst auf, etwas zu tun, was im Gesetz steht, nämlich den Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan voranzutreiben. Wir haben damals beim Gesetz schon darauf hingewiesen, dass das Gesetz mangelhaft ist, nämlich insoweit, als dass da gar kein Datum drinnen steht, ab wann das zu tun ist. Und denselben Fehler machen Sie jetzt wieder. Sie fordern sich zwar auf, wie gesagt, das ist relativ absurd, wenn Sie sich selbst auffordern, wieder kein Datum drinnen, auf Nachfrage im Ausschuss. Und das zeigt ja Ihre Dynamik. Sie sind seit 2017 im Amt und vernachlässigen aus unserer Sicht den so wichtigen Fachhochschulbereich sträflich. Es ist da de facto mehr oder weniger nichts passiert. Die 1000 Plätze, die Sie schon zum 5. Mal verkauft haben, sind ausschließlich auf das Bemühen, und das weiß ich, weil ich selbst Wissenschaftssprecher war, von 17 bis 19, ausschließlich auf das Bemühen der Freiheitlichen Partei zurückzuführen. Sie selbst wollten ja nicht einmal 400 Plätze ausbauen. Die Freiheitliche Partei wollte damals wesentlich mehr. Wir haben uns leider nicht durchsetzen können. Der Fachhochschulbereich, der Fachkräfte ausbildet, die wir so dringend brauchen, anwendungsorientiert, unmittelbar einsetzbar, also nicht am Markt vorbei produziert, wird von Ihnen sträflich vernachlässigt. Sie sind nicht einmal in der Lage, die Unterstützungsleistungen an einen Index anzupassen. Also wir haben auch hier die kalte Progression im Fachhochschulbereich. Selbstverständlich werden wir hier nicht zustimmen einem Antrag, wo Sie sich selbst auffordern, etwas zu tun, was ohnehin im Gesetz steht, noch dazu ohne Datum. Inwieweit wir uns hier bereits im Bereich der Satire bewegen, das möge bitte, mögen die Zuseherinnen und Zuseher selbst beurteilen. Satire ortet Axel Kasseker von der FPÖ in dem Antrag der Koalitionsparteien an den eigenen Minister, sagt er.